Servus! Heute wollte ich einmal etwas zeigen, und zwar gibt es ein Review zu diesen Produkten, was es beim Action gibt. Und zwar ist es so ein Festival Color Glitzer Shade oder keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man das Gesicht, Körper und auf die Haare schmieren. Und ja, ich habe es schon getestet und ich wollte euch eine Review dazu geben und euch einmal zeigen, wie man das anwendet. Und so habe ich da auch schon eine andere Packung auch noch. Und zwar einmal mit Orange-Pink und einmal mit so Weiß-Pink. Und dieses habe ich nämlich schon getestet und ja, es ist genial eigentlich. Es ist wirklich genial. Ich habe das oben gehabt und es hat wirklich den ganzen Tag gehalten. Es ist nichts runtergegangen. Sogar die Kinder haben es getragen und die habe ich im Gesicht umgerieben. Und ein bisschen umreiben haltet es auch aus. Aber zu viel umreiben natürlich nicht mehr. Und es riecht extrem gut. Ich weiß nicht noch was, aber es riecht noch was ganz was Bekanntes. Ist es Kokos? Wenn ihr das wisst, wenn ihr das auch zu Hause habt, schreibt es mal unten in die Kommentare noch, was es riecht. Und ich wollte euch jetzt einmal zeigen, wie locker und leicht es zum Auftragen ist. Und ich fange jetzt direkt einmal an. Ich will jetzt dann einmal... Also ich nehme das direkt aus dem Deckel raus und nicht aus dem da. Weil mir kommt vor, dann kann ich die Glitzerpartikel auch leichter erwischen. So ein Spiegel. Und jetzt muss ich mich da konzentrieren und auf meinem Pinsel die schönsten Glitzerpartikelchen kriegen. Also das geht eigentlich total leicht. Und das kann man dann direkt so rauftupfen. Und die halten dann auch wirklich, wenn man nicht total drüber rubbelt den ganzen Tag. Meine Große ist direkt am Tisch eingeschlafen und die hat ihm dann sogar noch über Nacht getragen. Und eigentlich ist am nächsten Tag das alles, fast alles noch am Gesicht gewesen. Allerdings... fast alles. Meine Kleine hat sich das noch vorher runtergeholt, bevor sie schlafen gegangen ist. Ja. Wenn das nicht schön ausschaut, was meint ihr? Ja, und ich habe das natürlich auch direkt drauf tun müssen. Ich wollte meinen ganzen Besuch schminken, der was an den Tag gekommen ist, weil wir haben nämlich von meiner Tochter den Geburtstag gefeiert und ja, immer gedacht, ein bisschen Glitzer geht doch immer. Glitzer geht immer, bitte. Gerade bei Mädels finde ich das immer schön. Aber ich habe extra blauen Glitzer gekauft, weil wir auch einen Buben bei der Party gehabt haben. Aber der wollte das gar nicht. Und das Mädchen, was auf Besuch war, wollte es auch nicht, weil sie Angst gehabt hat, dass es nicht mehr runtergehen wird von der Haut. Das habe ich recht süß empfunden. Ja, natürlich müssen sie es da nicht drauf tun. Und ich muss sagen, ich habe vorher auch die Eltern gefragt, ob sie es überhaupt tragen dürfen, die Kinder. Und dann erst die Kinder gefragt. Wow. Was hätte der Postbote kommt, wird er sich einmal anschauen, wenn er mich sieht. Das ist so schön, ich könnte mir immer mehr und mehr Glitzer drauf tun. Ich bin doch echt schlimm in sowas. Das war so ein richtiges Festivals-Look. Ein richtiger Festival-Look. Aber auf sowas gar nicht gehe, weil ich mich sowieso prinzipiell recht heftig schmink und ja. Es vermischt sich halt ein bisschen mit den Lidschatten. So. So schaut das aus. Das haltet jetzt dann auch wirklich gut. Das muss jetzt dann natürlich erst einmal eintrocknen. Beim Eintrocknen ist es ein kaltes Gefühl. Ja, es ist halt kalt. Und das braucht auch ein bisschen zum Eintrocknen. Also... erst wenn es richtig durchgetrocknet ist, ist es dann auch fix drauf, kommt mir vor. Genau. So. Und ich werde auf jeden Fall die anderen auch noch kaufen. Oh, ich liebe es. Ich liebe es einfach. Ich liebe sowieso Glitzer auf die Augen, ihr wisst es. Glitzer. Übertrieben. Mm. Ich glaube, ich werde heute so mit die Hundegasse gehen. Vielleicht trifft ihr jemanden. Der wird sich dann wundern. Naja. Genau, das wollte ich jetzt noch sagen. Das gibt es auf jeden Fall bei Action. Und zwar bei uns gibt es auf jeden Fall bei die Party, beim Partyzubehör. Und ja, für mich ist es eine volle Kaufempfehlung, wenn ihr Kinder habt und sowas gern macht und euch gern schminkt und total auf Glitzer, bunt und ja, auf wilde Look steht, finde ich das richtig cool. So. Und jetzt wünsche ich einen schönen Tag. Bis dahin, für euch.